tell you all about it. Es ist hier was anderes. Und vielleicht bist du draußen anders. So wie Tara schon gesagt hat. Du hockst auch die ganze Zeit mit Nadja aufeinander. Ja, aber was soll... Irgendwas haben wir gerechnet, dass wir uns so gut noch mal auf einem anderen Level verstehen. Digga, ich weiß es nicht. Wir haben auch noch normale O-Töne von Laura. Every time I turn around, you disappear. Was geht ab, Leute? Willkommen zu Let's Talk About Aito Baby. Hier werde ich für mal alle Folgen kommentieren und analysieren. Würde mich super freuen, wenn ihr ein Like da lasst, in die Kommentare schreibt, was ihr denkt. Und ich würde sagen, wir starten mit Folge Nummer 17 von Are You The World? Let's go! So, ich würde sagen, wir fassen wir mal selber kurz zusammen. Wir hatten natürlich wieder, was war letzte Woche? Viel Stress, beziehungsweise Mädels waren sauer auf die Jungs. Weil Jungs haben wieder fremdgeknutscht, Mädels auch. Ne? Ja, das war eigentlich so ein Riesenthema, würde ich sagen. Und ansonsten war es eigentlich sehr lustig. Wir waren stehen geblieben bei Tim und Linda in der Matchbox. Wir gucken rein, kein Angebot. Ja, lass mal gucken. Entweder schlafe ich heute nicht alleine oder ich schlafe heute allein. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich sag Perfect Match. Ja! Krass! Perfect Match gefunden. Stark, Leute. Stark! Perfect Match. Oh mein Gott! Es war irgendwie klar, ne? Es war irgendwie klar, die beiden die ganze Zeit schon zusammen am Sitzen, das war ein Licht. Die saßen die ganze Zeit zusammen, war ein Licht. Also irgendwie haben wir damit gerechnet, aber irgendwie glaube ich auch nicht. Ich habe euch doch gesagt, die sind zu 100%, das ist eine verschenkte Matchbox. Ja, aber egal, das war gut jetzt. Ich hoffe, sie ist jetzt das 3er-Match. Ich hoffe, sie ist jetzt das 3er-Match. Freunde, ich habe jetzt mal eine offizielle Folge, eine richtige Folge mit Untertitel. Für mich besser. Tara, das wäre ganz schön toll. Mit Dana bin ich hier drin einfach nicht warm geworden. Deswegen ich hoffe jetzt einfach aufs Beste. Ja. Oh, die kommen wieder, die kommen wieder. Tim hat keinen Bock rauszugehen, glaube ich. Ja, kein Doppelmatch. Das ist kein Doppelmatch. Krass. Natürlich hätte ich jetzt gerne noch Zeit mit Dana verbracht, auch in der Villa. Warte mal, kein Doppelmatch. Ach so. Sophia kommt, wa? Sophia kommt. Nein, 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 nein. Hallo. Perfect Match. Der kommt rein. Geil, Sophia, ich schwöre, geil. Oh, fuck. Herzlichen Glückwunsch zum 3. Ey, das ist aber voll geil bei denen in der Staffel, ne? Bei uns kam Sophia einfach nie mal so, einfach nur mal so Dings rein. Die hast du nur gesehen bei Matchbox-Entscheidung und bei den Spielen. Sonst kamen die bei uns nie. Perfect Match, ist doch geil, oder? Ja, ja, mega. Mega. Tim. Linda, ja, freut ihr euch denn auch? Für die Gruppe freue ich mich, ja. Für mich persönlich weniger. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, aber nee. Die Gruppe hat entschieden. Wir haben es für die Gruppe gemacht und deswegen freue ich mich für die Gruppe. Das klingt ja jetzt nicht, als wärt ihr scharf auf die Honeymoon Suite. Nö. Nee? Es war aber mal anders. Ja, das ist 2 Wochen her, wir wissen ja, bis Dana kam. Du, vielleicht solltet ihr 3 einfach zusammengehen. Aber nicht in die Honeymoon Suite, sondern nach Hause. Und zwar nach heute. Denn Dana, du bist das 2. Perfect Match von Tim. Boah, krass. Krass, krass, krass. Und verlässt Aito ohne einen Cent. Dana geht leer aus. Das ist natürlich echt sehr, 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 sehr mies. Aber Dana ist natürlich nicht in der Matchbox gelandet.
Ich glaube, Dana hat aber auch mit einer der höchsten Gagen. Da wird das jetzt auch nicht so. Ja. Manche Pläne gehen halt nicht auf. Aber ist doch okay. Schotter! Ich hab doch gesagt, diesmal. Krass! Da haben die jetzt aber schon ordentlich. Boah, jetzt sind viele Leute. Bam, bam, bam. Drei Leute sind jetzt schon mal gefunden. Doppelmatch, ich wusste das doch. War Dana nicht. Nee, die war mit Antonino Perfect. Nee, war die nicht mit Tim Perfect Match früher mal schon? Ich kann ihm sagen, was sie wollt, aber es ist nicht normal, was hier abgeht. Klar, mit dem Geld ist eine Kacke, aber diese 5000 Euro, die kriege ich mit einer Kooperation wieder rein. Ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen. Manchmal kommen Sachen im Leben, die kommen müssen. So. Das ist einfach zu viel des Guten, sage ich euch ehrlich. Ich liebe euch, Alter. Es tut sehr weh, ja. Tell you all about it. We definitely will tell you. Ich bin tatsächlich sehr traurig, dass Tim geht. Ich bin so traurig, dass Linda die Villa verlassen muss. Ich habe sie so in mein Herz geschlossen. Meine liebe Singen die da hier dieses Lied, When I See You Again? Ich muss ein bisschen gucken, dass ich so emotional werde. Ihre 25.000 sitzen am Greifen da. Puh, ich habe schon genug geweint hier drinne. Wir sind der krasseste Cast, den Aito je hatte. Ich will da. No. Dass ihr hier als Sieger rausgeht. Und wenn ihr irgendeiner schreit danach, dass ihr nicht gewonnen habt, ich nehme euch alle auseinander. Sie soll ihre Arschbacken zusammenkneifen und hier alle 10 Lichter voll machen. Es war heiß, es war flirty, es war lustig, es war alles von dabei, von A bis Z. Und es war eine richtig, richtig geile Zeit. Wir lieben euch! Passt auf euch auf. Weiß nicht, trotzdem kriege ich irgendwie ein bisschen Gänsehaut bei so Tim seinen O-Tür. Crazy. Bye, bye, are you the one? Ja, also ich muss noch mal ganz kurz abschließend sagen, Linda hat sich auch, glaube ich, bei vielen so als Favorit irgendwie entpuppt. So. War auch super für die Sendung. Tim fand ich auch voll sympathischer Typ irgendwie. Geiler Typ auch, attraktiver Typ auch. Auch was ganz anderes. So ein Tim ist auch, ich glaube, der wird doch seinen Reality-Weg machen. Der ist einfach anders wie alle anderen. Und der ist ein geiler Typ irgendwie. Ne? Ich glaube auch ein guter und so wie der aussieht und so anders wie alle anderen irgendwie. Dana war auch krass, dass die da war. Dana am meisten polarisiert mit ihrem Dasein einfach nur, ne? Und dass die einfach da reinkommt und jeder die hasst und die da raushaben will. Ich glaube, die Mädels drin jetzt teilweise atmen jetzt richtig durch. Oh, Dana ist weg, wow. Und es war echt cool. Ich fand alle drei mega geil. Super für ein Format, auch sehr authentisch, alle drei. Top. Ich wünsche auch, Dana, lass dir von keinem irgendwas erzählen. Bleib auf deinem Weg, bei Gott, Alter. Bleib auf deinem Weg. Mach dein Ding bloß auch hier mit Bachelor Red und so. Du hast ja schon Gespräche. Lass dir da nichts lächerlich reden oder so. Leute, auch an euch, lasst euch von keinem eure Träume auserzählen. Rockt die Scheiße und jetzt machen wir weiter. Jenny und ich sind uns heute auch schon wieder deutlich näher gekommen. Klar, es ist noch nicht ganz alles vergessen und definitiv auch irgendwo noch in unseren Köpfen. Ja, jetzt kann ja auch nichts mehr schiefgehen, wenn Linda weg ist, ne? Eine Rede überlegt, während ich weg war? Nö, keine Rede. Ah, es gab mich hier und deswegen kann ich sagen, es wird, glaube ich, draußen. Oder ist sie hier? Nein. Also ich kann sagen, dass es draußen sehr, sehr schwer wird. Sehr, sehr schwer wird. Ich habe mich schon für dich entschieden. Sonst will ich nicht hier bei dir sein und sagen, dass ich mich in dich verliebt habe, oder? Ich bin sehr glücklich, dass Jenny und ich uns einfach wieder näher gekommen sind, wir uns ausgesprochen haben und wir uns, glaube ich, auch vielleicht dadurch wieder ein bisschen besser verstehen können beide. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Ey, niemals. War dein Tag? Ja, nicht geil. Jetzt geht's wieder los. Warum? Weil es mir nicht gut ging. Warum? Ich war echt so fest von mir überzeugt. Ich gehe da rein und sage, ich will nicht mehr.
Ach so, Khan wollte mit Tarek so beenden. Ich hab in ihren Augen gesehen, Alter, die mich jetzt, wenn ich sage, es ist vorbei. Ja, es gibt Red Flags, ja, gibt's. Aber wir sind hier drin auch in einer Ausnahmesituation. Es ist hier was anderes. Und vielleicht bist du draußen anders. Tara entscheidet. Khan, das geht in die falsche Richtung, Bro. Ob das weitergeht oder nicht. Ist halt so. Vielleicht bist du draußen scheiße. Vielleicht werde ich verletzt. Vielleicht verarschst du mich. Vielleicht betrügst du mich. Aber vielleicht auch nicht. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann werde ich halt verletzt. Aber was ist das Beste, was passieren kann? Vielleicht klappt es ja wirklich zwischen uns. Er wollte gerade beenden. Also meine Entscheidung wäre, dass ich uns schon eine Chance geben würde. Also beendest du die Charade jetzt oder müssen wir noch weitermachen? Ich bin so quasi mit meiner Kündigung zum Chef gegangen. Hab's hingelegt. Vertrag geht weiter. Er hat es aber nicht aufgemacht, sondern hat mir einfach seine Meinung gesagt. Meinte, Luca, ich brauch dich hier noch, bleib ein bisschen länger. So war das. Oh, keine Erdbeeren, kein Kuchen, was ist das? Hier langsam möchte der Lars immer mehr und weiß nicht, vielleicht mache ich ihn ja ein bisschen süchtig danach. Schlafen, können wir machen, ja. Ja, ich freue mich sehr wieder auf die Nacht mit ihm, aber es wird halt immer schwerer, ne? Ich sag dir ehrlich, ich will gerne heute allein schlafen, weil dieses Geilwerden bis zu irgendeinem oder bis zu einem gewissen Punkt ist fucked up. Da penne ich lieber allein und werd nicht mal geil, so, ne? Ey, der Khan hat heute geile Sprüche, Alter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der hat Killer-Sprüche heute. Ich schwöre, Khan. Ich wollte nicht schon sagen, Khan, doch komm, wir machen, wenn nicht nichts mehr anderes sagt, für mich, Khan, Fave der Woche, jetzt schon rein. Schreibt da drunter, wer ist euer Fave der Woche? Ah, die sind wieder am Rammeln. Hast du geschlafen? Gut, du bist süß. Ja, weil du jetzt immer mich berührt hast und meine Hand gehalten hast und so, das war voll cute. Khan, du fällst immer tiefer in das Loch ein, wo du irgendwann nicht mehr rauskommst, mein Freund. Ne? Hast du mich vermisst, mein kleiner Süßer? Fakt ist, Jenny hat einen wahnsinnig brutalen Arsch. Der macht keinen Stress, der ist nicht emotional so aufbraust. Ey, ich fühle ihn. Er wackelt. Was will man mehr? Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Ey, ich mach das auch, also manchmal. Ja, also Lukas ist natürlich dauerhorny, ne? Ja. Komplett addicted, Alter. Was ist addicted? Aus seinem brutalen Stern. Boah, ich schwöre, man, diese englischen Begriffe, Digga, die fucken mich so ab, Mann. Also nicht, dass ich kein Englisch kann, aber das sind so Profi-Worte, addicted. Boah, ich liebe Sex auf jeden Fall. So ein Zug. Für mich ist Sex nicht das Wichtigste in meinem Leben. Für mich gibt es tausend wichtigere Sachen. Das ist, glaube ich, mit eins der krassesten Dinge, die es auf der Welt gibt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche die ganze Zeit Sex, 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 Sex. Worüber reden wir? Sex ist krank. Nee, wenn Lukas so sein sollte, dann wird es auf gar keinen Fall passen da draußen. Du hast ja immer mehr zum Puma, hm? Lars, so, ich sehe so, wir müssen so eine Sprechblase einbauen bei Lars gerade so. Oder so eine Gedankenblase. Da drin steht, gar kein Bock. Was meinst du damit? Dann jemand gewöhnt sich daran. Er hat schon gar keinen Bock mehr, jetzt wieder zu sagen, hey du, aber bitte bau keine Gefühle auf, ne? Was ist süchtig davon?
Lass, das Ganze tatschi-tatschi und tatschi-tatschi. Oh. Das ist manchmal zu viel. Ja, du bist anhänglich halt. Na. Doch. Wer hat gestern mit mir gekuschelt? Hey, so, hä? Ja, abends ist doch nicht schlimm. Schau mal, Lazy Boy finde ich optisch echt gut. Wenn er den Mund aufmacht, nicht mehr. Aber es ist egal, den kann man ja stopfen. Er wird mir halt besser gefallen, wenn er nichts sagen würde. Also ich feier Lazy. Ich fand den letzte Woche auch schon cool so. Und ich finde das echt lustig. Warum? Immer wenn er den Mund aufmacht, da kommt echt immer nur so komische Sachen raus und immer nur Sticheleien. Weißt du? Ja, nö. Ja. Kuss, Kuss, komm. Aber das Problem ist, bei ihr bekommt er den Sex. Wenn er jetzt mit mir was haben wollen würde, dann würde sie durchdrehen, dann wäre sie auch nicht mehr willig. Okay, finde ich das überhaupt nicht, weil er nutzt sie ja aus. Ach, come on, Leute. Was ist für euch das Wichtigste? Ist Sex so für euch das Allerwichtigste? Ja, für sie schon. Für dich? Nee. Ey, für mich auch nicht. Oh Mann. Denkst du nicht, dass Lars eventuell auch mein perfekt Match sein könnte? Deins? Ich hab nie darüber nachgedacht. Ja, gerade muss ich sagen. Aber nur weil beide jetzt nicht unbedingt jeden Tag so knattern müssen, ne? Ist halt, der will halt, wollte halt schon immer eigentlich früh Kinder. Und er ist sehr sensibel. Sehr sensibel. Ne, Lars? Ha? Du bist eine emotionale Zicke, bist du. Kann schon sein, ja. Ich möchte die Zicke sein in der Beziehung. Also wenn mein Partner auch noch eine Zicke ist, dann zicken wir uns ja jeden Tag nur an, ey. Assis. Was die Ordnung hier im Haus anbetrifft, scheiß mir drauf. Nicht jeder tut sein Geschirr selber abspülen. Und dann liegt alles da und auf einem Haufen. Alles mit Essensreste. Können wir Thema switchen? Ich ekel mich vor anderem Geschirr. Ich kann nicht. Das ist so das ist eines der Grundprobleme in einem Format. Am besten, jeder, wenn er gegessen hat, immer einfach seinen Teller nehmen, einfach einmal abspülen, Digga. Geschirr einmal so abspülen, einfach mit Wasser, zack, Teller hinlegen, Geschirr hinlegen, trocknen lassen. Fertig. Ne? Fertig. Wir holen jetzt alle rein und dann putzen wir einfach kurz zusammen. Aber ich hatte auch immer das Glück in meinen Formaten. Es gab immer auch so, ich sag mal, Muddis, die halt einfach dann auch immer meinen Teller mitgenommen haben. Mark Robin und Arsena sind absolut keine Teamplayer. Es nimmt kein fucking Ende. Arsena ist sich definitiv zu fein, um die Küche aufzuräumen. Schon klar. Und denkt sich so, ach komm, wenn die anderen es machen, muss ich es nicht machen? Nein. Dann sehe ich sie da wieder knutschen. Und mit Mark Robin. Obwohl die kein Perfect Match sind, obwohl sie nicht richtig geholfen hat. Das ist hart. Ich habe Mark Robin vorhin in der Garderobe gesehen. Versteckst dich vom Putzkommando? Nope. Dann dachte ich, er wird halt gleich kommen, aber genau das Gegenteil, haben sich beide verkrümelt. Sorry, ich habe da 55 Teller und Besteck und so weiter gewaschen. Deswegen, immer den Teller einfach unter Wasser halten, zack, zum Trocknen legen, fertig. Hast du keine Probleme. Ich mach das immer so. Dann bin ich nämlich auch wie so Mark Robin, der sich dann verpisst, wenn da so eine Gruppendings gemacht werden muss. Ja. Und die zwei haben Schmusi-Urlaub gemacht, also. Schmusi. Die kommt halt her, so bewegt halt zwei Teller, damit sie sagen kann, sie hat was gemacht. Ich habe mich da nicht mit eingemischt, weil ich das nicht cool finde, dass immer hinten rum geredet wird. Warum sagen die das nicht denn ins Gesicht? Richtig! Das ist jetzt auch nicht der Honeymoon-Urlaub. Tara, ich hab die Bar aufgeräumt. 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 Hä? Ich. Bitte. Videobeweis. Ich persönlich hab die Bar aufgeräumt. Ich werde ja wohl noch kurz scheißen gehen dürfen, oder?
Videobeweis sagt, Mark Robin. Alter, ich esse gerade, gell, danke. Ja. Mark Robin, Aue. Ey, ich schwöre, du bist so krass, Alter. Wenn du eine Queen wärst, dann würdest du dich nicht hinterrücks mit Leuten über andere Personen unterhalten, sondern wärst du die Königin und könntest auch mal face-to-face austeilen. Vor allem macht mich das selbst. Ja, eben. Geht doch einfach hin und sagt dir, ey, könnt ihr nicht auch mithelfen? Ey, Leute, helft doch mit. Könnt ihr nicht auch mithelfen? Ich kann ja gut mit Frauen so. Ich hab auch Frauen durchschaut. So, ne, ich check ja schon. Ich kenne mich auch mit Psychologie aus. Ja, die hat richtig Bock, dass ich die mal stöpsel. Das merke ich richtig. Damn. Warum? Das habe ich gar nicht mehr bekommen. So. Wer? Ach. Du merkst das so, alleine dieses, ja, ich bin jetzt wieder Single oder zu haben. Und dann so. Ja, was soll das heißen? So stimmt doch, die küsse ich auch immer bei den Spielen und so. Zum Beispiel. Ich bin doch nicht blöd, du kannst ja eins und eins zusammenzählen. Ja, nimm sie doch mal ran, dann hält die vielleicht bald ihre Fresse. Nee, für sowas ist die gar nicht ready. Gar nicht. Rede doch. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen verknallt bin. Oh. Wie gefällt dir deine Party so als vergebener Mann? War gut. Bist du jetzt wirklich fix mit Laura, oder? Wir sind echt so mega. Der ist so cute, Alter. Ich komm nicht klar. Es passt einfach. Freut mich für dich. Weiß ich nicht. Ich trau der Sache nicht. Welcher? Deine eigenen oder jetzt Laura und Nico? Keine Ahnung. Die Sache zwischen Nicola und Nadja, das ist immer noch eine ganz komische Geschichte in meinen Augen. Ganz komisch. Die hassen sich wie die Pest. Und zwischendurch merke ich auch, wie Nicola sehr oft die Nadja immer anguckt von der Ecke. Ne? Dass es da eine Absprache gab. Ich hoffe einfach nur, dass Laura jetzt einfach nicht nur der Buhmann ist der Geschichte. Boah, es ist so geil hier, mein Gott. Ich schwöre, es macht so viel Spaß. Ja, aber jetzt bist du ja festgefahren, da kannst du auch heimgehen. Niemals. Niemals. Nee. Ich bin festgefahren mit mir selber, ja. Warte mal, haben wir Nicola und Laura Morante schon in der Matchbox gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Gestern war für euch ein bittersüßer Tag. Zwar habt ihr ein weiteres Perfect Match gefunden, ihr musstet aber auch einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Dana ist raus. Aber macht euch nicht allzu viele Sorgen. Als zukünftige Bachelorette hat sie bald freie Auswahl und findet sicherlich einen Mann, der es ihr besorgen wird. Was mit euch? Sieht eure Zukunft denn genauso rosig aus? Ich habe da mal in meine Kristallkugel geschaut und habe Folgendes gesehen. Tara und Khan gehen zu Vox. Sie als Shopping Queen, er als ihre Handtasche. Hoho. Lars Wunderpenis macht Urlaub bei Too Hot to Handle und wird auch noch fürs Nichtstun bezahlt. Klingt nach einem Traumjob. Jenny geht zu Bares für Rares und verkauft Lukas Glaubwürdigkeit. Und Mark Robin sagt einmal mehr Goodbye Deutschland und kehrt für eine Schamhaartransplantation zurück in die Türkei. Buy one, get one. Free. Ist erstmal noch nicht links liegen, oder? Tara, wer willst du heute? Ich will heute den Lukas. Den Lukas. Laura Brünett. Wie viel Prozent vertraust du denn dem Nicola? Also er hat gesagt, ich kann ihm vertrauen, also vertraue ich ihm zu 100%. Ich traue der Sache einfach nicht. Ich habe es einfach komplett durchschaut, ich sag euch, wie es ist. Und wen wählst du heute? Ich wähle heute Mark Robin. Mark Robin. Ja, bin gespannt. Das wird ja schon so ein bisschen angeteasert, ne? Mit Laura, Nicola und so, was Jenny da erzählt. Das wird nicht ohne Grund so zwischengeschnitten. Habe ich so ein Gefühl. Weil das irgendwie vielleicht da was auch dran sein könnte. Wenn das völlig Bullshit wäre, dann wäre das jetzt gar nicht. Nadja, wen willst du? Ich bin heute in Nico. Nico? Ja. Nicola. Jenny und Gabby, die vermuten ja nach wie vor, dass ihr euch beide irgendwie abgesprochen habt vor dieser Staffel. Hab ich nicht irgendwas geahnt? Nein. Nee, absolut nicht. Nein? Mhm.
Die finden es ja sehr auffällig, dass ihr euch immer wieder einloggt, aber selten zusammen spielt. Ich bin doch einfach die einzige Person, die Sachen anspricht. Ja. Warte mal, das ist ja auch richtig, ne? Die loggen sich zusammen ein, aber spielen nicht zusammen. Das ist schon Fakt, ne? Das ist auch dann schon... Sehr komisch. Ja. Ja, wir haben uns voll abgesprochen. Natürlich nicht. Ja, von den Absprachen weiß ich nichts, weil es gab keine Absprache. Ich habe gar keine Absprache mit... Ja, gut, ich meine, irgendwas muss ja schon abgesprochen sein, weil ihr kanntet euch ja schon vorher und habt da schon mal abgesprochen. Ach ey, komm, wir tun aber so, als ob wir uns noch nicht, als ob wir uns hier kennenlernen. Ne? Also... Meine gemacht. Und der Nico ist schon wieder so nervös, ne? Nee, nee, das ist absolute Bullshit. Ich war nicht die Einzige, die es gesagt hat, sondern es war ein Gespräch zwischen Gabby und mir. Und wir kamen, ich weiß, dass ich ehrlich bin und dass es nicht so ist. Fällt mich schon das so aufregen, wirklich. Egal. Nadja, warum Nicola? Ja, ich will ihn, weil ich habe sehr viel Temperament und einen starken Charakter. Er bringt sehr viel mit. Und ja, deswegen denke ich, dass er mein Perfect Match ist. Nicola. Starken Charakter. Also, ihr habt ihm noch immer vorgeworfen, dass der halt. Dass er sich nicht äußert und so. Warum könnte die Nadja dein Perfect Match sein? Ja, rein optisch so. Sie hat so. Ich höre nichts. So blaue Augen, so. Sieht schön aus und. Das könnte passen. Das könnte sein. Das wäre ein Perfect Match. Meine persönliche Meinung ist, dass ich mit Nadja kein Perfect Match bin. Geil. Die ist hochimpulsiv und das ist nicht das, was ich brauche. Okay, falls ich jetzt gelacht habe, das kam halt sehr witzig rüber. Ne? Ich fühle mich halt natürlich auf gar keinen Fall. Ich glaube, Nicola, der ist noch nicht lange in Deutschland. Ne? Also das war jetzt kein Lachen über seine nicht vorhandenen oder über seine deutsche Sprachkenntnisse, sondern einfach, es war gerade lustig. Ne? Aber das, so brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Ne? Ich muss mich da jetzt, ihr wisst ja, wie ich mache. Jenny, wer willst du heute? Ich wähle heute den Khan. Gabby, wen willst du heute? Ich wähle heute Alex. Laura Blond, wen willst du heute? Ich wähle heute den Lars. Lars und Laura L. macht gar keinen Sinn. Mensch, jetzt hat die Laura... Warum? ...hat dich gewählt, ne? Könnte ich mir mal vorstellen. Hast du denn bei Gabbys Sexkalender überhaupt noch Zeit, dich mit anderen Frauen zu beschäftigen? Ich denke, ich werde da noch ein Plätzchen finden, ja. Ja? Ich ist mir nicht ganz sicher. Dann lock ich mal ein. Meiner Meinung nach liegt sie einfach da komplett falsch. Ich bin da komplett im Recht. Aber wieso könnten die beiden kein Perfect Match sein? Könnte doch. Hello. Hello. Sag mal, heute beim Putzen, du und Mark Robin habt euch aber nicht sonderlich beteiligt, ne? Doch. Liegt das daran, dass ihr zu viel Zeit im Boom 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 verbringt? Ich glaube nicht. Also ich habe die Haferflocken von so manch anderen vom Tisch weggewischt, ne? Hast du? Habe ich, ja. Mhm. Mhm. Aber ich weiß, dass manche da dir ist auch aufgefallen, dass sie sich nicht so richtig eingebracht haben beim Putzen, ne? Ja, also es ist anderen aufgefallen und dann habe ich bemerkt, dass es so ist, ja. Ich weiß nicht, wer von euch drei Schulfreundinnen das gesagt hat, aber das war mich reduziert. Schulfreundinnen. Tiert um, dass ich im Boom 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 war. Boom, 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 war. Alles, was Arsena kann, ist halt so mit ihren High Heels da rumstolzieren. Wenigstens kann ich es, ne? Und halt Boom Boom Boom. Armselig. Ich finde, dass ihr zu viel miteinander seid und zu wenig mit der Gruppe. Könnte das sein, was das Problem ist? Dass da irgendwie zu viel... Ich meine, Tara... Oh, komm, warte. Wir haben eben so einen O-Ton gehabt von Mark Robin, der meinte so, ja, die Tara, die muss ja auch... Der merkt, dass Tara auch... Ich zitiere, von ihm gestöpselt werden will. Und hat man dann, weil sie ihn ja auch bei den Spielen immer auswählt, deswegen die Schießerei von Tara jetzt gegen Arsena. Könnte sein.
jetzt würde das Sinn machen, weil wir haben ja ein bisschen, ich meine, die haben ja auch mitgemacht. Ich meine, im Endeffekt, ne, komm, eigentlich machst du dann einfach so, wenn zwei da chillen und dann da 15 Leute da irgendwie die Küche sauber machen, ist ja in 5 Minuten gegessen, das Thema, so, ne. Und wenn dann da irgendwie noch die Arsena, wir haben ja gesehen, dass die was gemacht haben. Nagraumin hat ja auch irgendwas gemacht, ne. Ich meine, das war jetzt ja nicht so, wirklich nicht so, dass sie nichts gemacht haben, ne. Aber dass da irgendwas anderes im Busch ist, dass die beiden wieder irgendwie, das ist so der Vorwand, so. Ihr räumt mich mit auf. Aber was hat das denn jetzt mit dem Putzen zu tun, Tara? Ja, dass ihr wieder weg wart zu zweit und nichts gemacht habt. Das Ding ist, bevor die Putzerei schon losging, war ich auf Klo, weil ich kacken musste. Wir sind hier in einer Dating-Show. Wenn ich jemanden date und toll finde, dann date ich den. Und ist er dann perfekt Match? Und ich chill trotzdem mit allen anderen. Na, eben nicht. Ich war frisch gesessen, dann ging dieses Putzkommando los und ich hetz mich da nicht ab. Wir sind ja bei Either One und nicht bei Einsatz in 4 Wänden. Genau. Aber Laura Blott, dich stört's auch irgendwie, dass sie die ganze Zeit aufeinander hocken, ne? Hast du gesagt? Ja, voll. Warum? Ja, weil ich einfach denke, wir sind bei Are You The One, wir müssen halt mal unser Perfect Match finden. Und ich glaube halt nicht, dass man das findet, wenn man 24-7 aufeinander hockt. Also ich finde, der Satz, wir sind hier bei Are You The One, ist, wie heißt das, wenn man so einen Satz nicht mehr hören kann? Gibt's da nicht so einen Fachbegriff für? So wie Tara ja, aber schon du hockst auch die ganze Zeit mit Nadja aufeinander. Ja, aber was soll... Oh, der sagt dir einfach, du hängst ja auch die ganze Zeit mit Nadja aufeinander. Der war böse, Digga. Wir dann auch in eurer Love. Machen, also siehst du, Freunde, das ist es doch. Das war geil. Nehme ich hier mit jedem. Ja, schließt euch doch ein, Alter. Moment einmal. Verteidigst du hier deine Ehefrau, die übrigens nicht dein Perfect Match ist? Wir sind hier immer noch im Dating-Format. Show ist das eine. So, wenn ich einen Menschen hier drin gern habe, kein anderer würde hier anders handeln, als mit diesem Menschen Zeit zu verbringen. Und ich möchte einen von... Ich muss mal Robin auch sagen, es ist real, ne? Ich meine... Ihr kennt euch jetzt schon 2 Wochen weiterhin das Perfect Match. Klar, ey, natürlich soll man da auch Gespräche, aber, ne, was willst du denn machen, Alter? Du hast die Person gerne, Alter. Ich kenne das. Und dann chillst du halt einfach am liebsten mit der Person, ne? Das ist einfach Fakt. Euch sehen, der, wenn einen Menschen gern hat, den trotzdem so offen mit anderen rumlecken lässt, ist so. Wie wir das tun. Ist so, ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ne? Ich glaube, Mark Robin, der ist so ein offener Typ. Die haben das so, glaube ich, auch kommuniziert. Die können mit allen rummachen. Und die machen das ja auch, glaube ich, trotzdem noch. Der Mark Robin macht ja trotzdem noch da rum. Letzte Folge mit Jenny zum Beispiel. Und Arsena habe ich jetzt nichts gesehen. Aber ich glaube, die haben da jetzt keinen Beef. Haben wir jetzt nicht gesehen bisher. Das ist Respekt, natürlich. Einbildung ist auch eine Bildung, sagt. Es werden halt wirklich echt diese, ich sag mal, Paare die ganze Zeit angebumst. Ne? Ja. Ich immer wieder. Sie und ich spielen dieses Spiel hier perfekt. Wir haben uns gefunden, haben uns gern. Es darf trotzdem jeder mit anderen was machen. Wenn keiner kommt, ja, dann Pech gehabt, Alter. Soll ich auf euch zugehen oder was? True, Bro. Na, dann komm ich später mal, Robin. Ja, dann komm doch. Tara! Die Tara-Theorie geht weiter. Wir haben es, Mark Robin hatte recht. Es ist krank, was wir haben. So, ich hatte sowas noch nie. Ist doch klar, wenn ich so einen Menschen finde, dass ich dann die meiste Zeit mit diesem Mensch verbringe. Ich habe ja hier niemand irgendwie von vornherein was Falsches vorgemacht oder so. Und ich bin trotzdem noch hier und spiele das Game. So, aber natürlich kriegt die meiste Zeit Arsena. Genauso. Ich muss meine Meinung ändern. Fave der Woche, diese Woche, Mark Robin. Mark Robin! Arsena, zurück zu dir. Wen willst du heute? Den Antonino. Antonino. Alle Reality-Stars sind vergeben und alle Matches sind eingeloggt. Wie vergeben? So, Freunde, wir haben natürlich auch die Folge Nummer 18 und schauen rein. Let's go. Geh an. Komm. Komm. Einer geht noch. Okay. Ach du Scheiße. Heute nach Hause, Leute.
Noch nie haben wir es geschafft, in der Geschichte von Aito 10 Lichter anzuknipsen in Matching Night Nummer 8. Möglich ist es auf jeden Fall, alle 10 Lichter anzubekommen. Nein. Ah. Ist gut, trotzdem. Aber gut. Nadja, wenn man sicher ist, dass wir Perfect Match sind, dann sollte man jemand anderes in den Matchbox schicken, wo man nicht sicher ist, dass sie kein Perfect Match sind. Wir wollen unbedingt, dass wir morgen in die Matchbox gehen, dass man das lösen kann. Ja, weil ja, ja, voll. So 3 Tage, es macht jetzt auch Sinn, Nico. Das Ding ist wirklich vorher, also bevor wir überhaupt hierher gekommen sind, musste ich ihm eigentlich Are You The One erklären. Dann habe ich ihn gefragt, hast du das überhaupt schon mal geguckt? Ja, so ein bisschen. Wir spielen morgen und gewinnen, das gehen in die Matchboxen gut ist. Ich möchte diese Erkenntnis zu 100% haben morgen, ob ich ein Perfect Match mit ihm bin oder nicht, weil dann muss ich ja mich komplett umorientieren, weil ich habe absolut niemand anderen mehr auf dem Radar. Warum willst du denn in die Matchbox? Oh. Es sind nur noch 3 Tage, Nico. Hä, ihr stellt... Also... Ich denke, dass die hier die letzten 3 Tage oder 4 Tage einfach nur zusammen verbringen wollen und aufgrund dessen möchte er morgen nicht mit mir spielen, geschweige denn in die Matchbox. Ja, Nico, das ist schwach. Gibt das macht keinen Sinn, wir müssen morgen in die Matchbox. Es gibt keine andere. Nico, das ist nur noch eine Folge. Mit wem spielst du morgen? Wahrscheinlich mit dir. Wenn ich mit ihr spielen muss, dann spiele ich mit dir. Soll ich dir was sagen, warum mir das meistens so trifft? Dass ich jetzt so spielen muss, dass sie alles so sage, Nico, Nico, Nico. Ich habe eine krasse Bindung mit mir aufgebaut, weißt du? Mit und wem? Hallo. Achso, okay, ja, okay. Mit wem? Ja. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, zum Beispiel, die Jenny hat 20.000 für sich so behalten und Gabriela hat auch 20.000 auch für sich behalten. Und jetzt, ach, Nico nervt sich von das. Dann kann ich auch was entscheiden, weißt du, wenn ich, wenn es eine Bindung mit dir entsteht. Ist auch ein Argument, ne? Das ist, das hat er auch nicht. Ja, stimmt, das haben wir alle schon wieder vergessen, ne? Da waren ja auch 2, die auch ihr Ding gemacht haben. Ego, komm, ich stimme mit 20.000 so selber. Ich will jetzt aber auch noch Zeit mit Jenny, Laura verbringen. Deswegen mache ich das jetzt auch und gehe auch nicht in die Matchbox, will auch noch nicht hier raus. Ja, ist natürlich eine Trotzaktion, ne? Ja, Digga, aber. Mann, der Klügere gibt nach, Digga. Lass dich jetzt nicht von dem. Wenn der andere negativ Scheiße bauen und so, dann mach das nicht auch. Mach doch dein Ding, Digga. Du magst Laura, ne? Ich merk das. Das ist eine tolle Frau. Wir matchen einfach so gut zusammen, obwohl wir vielleicht kein Perfect Match sind. Ich habe Laura Morante ins Herz geschossen und deshalb werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen traurig. Wenn ich ja die Villa verlassen musste. Wenn eine Laura blond und eine Nadja sich irgendwie ausgegrenzt fühlen, dann ist das, weil die sich wirklich abkapseln. Die zwei schätze ich genauso ein, wenn die hier einen Typen wirklich geil fänden und es mit dem auch laufen würde, die würden alle anderen Typen im Arsch nicht mal angucken. Es wird doch keiner von uns verstoßen, Digga. Ja, also das, ja, wir müssen mal gucken, ne? Ich meine, was ist denn das Problem die ganze Zeit von Laura und Nadja, ne? Ich weiß es nicht, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, die zwei, die stänkern die ganze Zeit rum, von Anbeginn der Staffel irgendwie, hängen nur noch zu zweit ab, so, ne? Und da passiert nicht mehr viel irgendwie, außer lästern, so, ne? Aber was ist deren Problem? Die sind dann die, die sagen, es tut der Gruppe nicht gut, wenn Arsena nicht aufeinander hocken. 14 Leute. Und 2 haben ein Problem. Sollen sich jetzt die 12 Leute den 2 anpassen, anstatt dass die 2 sich den 12 anpassen? Nee, Digga. Ja. Hast du recht. Echt nicht? Nein, hast du recht. Ganz ehrlich, die sagen zu uns, wir sollen uns integrieren in die Gruppe. Seid ihr eigentlich geisteskrank? Ja, hallo? Ganz ehrlich. Ja, dann Pech. Soll ich neben die Pärchen setzen? Ja, habt ihr euch mal auf der Party gesehen, ja, wie das ist? Ja. So, soll ich dann dazwischen gehen und sagen, hallo, ich bin auch noch da? Ja. Was macht ihr doch die ganze Zeit? Wollt ihr mich verändern? Robin! Asina, rutsch mal! Sicher nicht. Als ob. Meine Nerven hier schon wieder. Das sind halt auch so 2 Weiber, die wollen, dass der Typ auf die zugeht. Digga, ich bin halt ein Typ, ich sehe es nicht ein, auf die Frau zuzukommen. Ich habe ja hier niemand irgendwie von vornherein was Falsches vorgemacht oder so. Und ich bin trotzdem noch hier und spiele das Game. Das redet wie ein Löwe. Ganz normal.
Ja, ich sehe das auch. Ich würde das auch so machen. Ne? Was, lasst euch nicht runterziehen, Leute. Ich denke schon, dass Jenny manchmal ein bisschen voreingenommen ist, was mich betrifft. Du hast hier bereits in diesem ganzen Format mich schon mit so vielen Sachen betitelt. Er hat ja irgendwie auch dafür gesorgt, dass die Leute auch ein gewisses Bild von ihm hatten. Ja, ich glaube, er wird aber auch immer noch als so, als genau das irgendwie wahrgenommen. Ja. Wenn du dein Leben lang das Gefühl hast, du musst dich doppelt und dreifach beweisen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe 4 Beziehungen gehabt, ich bin einer davon fremdgegangen. Bin ich deswegen jetzt ein chronischer Fremdgeher? Nein. Ich glaube, weißt du, was du manchmal ein bisschen vergisst? Ich versuche sehr viel Verständnis für dich und deine Situation aufzubringen mit deinem Problem. Aber du vergisst, glaube ich, manchmal, dass ich auch sehr viele Probleme und Erfahrungen habe. Das vergesse ich nicht. Also bei den beiden, das ist so irgendwie, ich weiß es nicht, Alter. Ich blick da auch nicht durch irgendwie so, ne? Was? Er darf natürlich auch nicht vergessen, dass er hier drinnen sehr, sehr, sehr viele Sachen gemacht hat, die wirklich nicht klar gingen. Und mir geht es... Also letzte Woche fand ich halt auch, fand ich das, was der da mit der Linda da, dass der scharf auf die da war, dass man das gesehen hat. Ja und? Die hat mit Marc Gobben rumgemacht. So, das ist jetzt alles irgendwie, boah, weiß ich nicht, ne? Alles lupenrein ist die Nummer nicht. Ich habe keinen Bock mehr, mich Menschen beweisen zu müssen. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein guter Vater, ich bin ein guter Sohn und ich bin ein guter Bruder für meine Geschwister. Und ich bin nicht bereit, dass ich mich wieder kaputt mache, damit es jemand anderem besser geht. Also natürlich gibt es eine Sache, die ich nicht abkann. Das ist einfach diese Schuld umkehren. Ja, aber wer hat jetzt hier Schuld für was, Digga? Du, ne? Weißt du, wie ich meine? So, was für Schuld? Es geht mir einfach trotzdem nahe, so wie es dir nahe geht. Und das ist alles. Ah, schwierig. Auch wenn es risikobehaftet ist, ich weiß. Aber wir brauchen das beide, dieses Vertrauen gegenseitig. Ist einfach schwierig, da die gesunde Mitte zu finden. Ja, ich gehe gerade ein bisschen alles nochmal durch. Ne? Bei Gabby sehe ich mich sehr. Genauso dein Charakter wäre, das brauche ich. Aber ich sehe dich mit Tara. Lerne mich einfach kennen. Einfach, ne, rein vom Ding her. Du gibst sehr gerne viel, du kümmerst dich um andere sehr gerne. Ja. So bin ich genau. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Aber Tara ist auch so wie ich. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Geht doch mal in die Matchbox. Probiert. Dann lass trotzdem mal zusammen spielen heute. Mhm. Einfach mal gucken. Wenn nicht, wenn machen wir uns einen coolen Tag draußen. Mhm. Sie möchte einfach nicht mit mir mehr reden und ich verstehe es halt leider nicht. Ob wenn wir in die Matchbox kommen sollten und es nicht sind, dann weiß ich zu 100% auch Bescheid, dann würde ich dich gar nicht mehr nerven, du weißt. Naja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe Nico und Nadja als Prio. Ja, komm. Wenn du das nicht bist mit Nico, dann ist es Laura L. Dann ist Laura L nicht bei Lars und dann muss Lars sich umorientieren. Fakt ist, wir müssen halt zusammen spielen, wir müssen in die Matchbox, weil das ist die wichtigste Erkenntnis, die wir hier drin brauchen. Vielleicht kommt am Ende doch auch alles anders, als man sich das vorstellt, deswegen... Es ist oft so. Ja, deswegen. Das kommt bestimmt anders, als du denkst. Chill. Lars, Nicola, ihr steht heute Modell und die Mädels zeichnen euch. Und mit eurer Lieblingskünstlerin geht ihr auf ein Date. Wichtigste Regel? Beeilt euch! Am sinnvollsten wäre für die Gruppe, dass ich mit Nadja auf ein Date gehe. Fisch! Ich habe mich dann halt auf seine Tattoos fokussiert. Also sie hat ihm schon gesagt, ich male einen kleinen Fisch hin. Das war das Zeichen für Nico. Merken! Los geht's! 4, 3, 2, 1 und stopp! Weil da 2 Schwänze drauf sind. Ah ja, alles klar. Dir hat das Grüne am besten gefallen? Ja. Ja, es hat Laura Blond sehr gut. Echt? Ja, oh mein Gott! Stark! Stark, Laura! Das. Ja? Ja. Das Lilane? Komm her. Direkt neben Lars hier. Zack. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. So, Laura Blünett. Ja. Zack. Echt? Ja. Ich muss halt einfach da. Gesessen in seiner Pose und hat halt so Händchen gehalten mit Lars. Anstatt halt auch mal irgendwie ein Auge drauf zu werfen. Oder. Wir können ja nur Lars und Laura wählen, weil. Aber warte mal. Haben die zwei Jungs nicht die Mädels die ganze Zeit
malen sehen? Und wussten, wer wo malt? Oder wurden die Bilder nochmal durchgemischt? Also wenn die nochmal... Also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Die Matchbox-Entscheidung von Nicola und Laura M. mir schon verkauft wurde von der lieben Gabby. Das heißt, wir haben nur diese eine Auswahl, ne? Und das ist schon... Stimmt, das Match ist auch verkauft. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber verstehst du, was ich meine? Ich finde, da hätte man schon drauf kommen können, wenn ich ein Schiff hinmal, ein Oktopus. Okay. Ich meine, am Anfang hat sie doch gesagt, ach, sie malt da ein Schiff hin, hat sie gesagt. Ach, jetzt nicht ein Fisch, ein Schiff, hat sie am Anfang gesagt. Okay. Ja. Erkennen tust du das jetzt ja auch nicht. Ja gut, wie soll der Nico darauf kommen? Sind wir ehrlich. Wenn die die Bilder vertauschen, ich gehe mal davon aus, die haben die Bilder durchgemischt und so, dann hast du, ja, was soll er machen? Und ich habe ja so die Umrisse von dem Fisch gemalt mit so Zacken. Ach doch, Fisch. Ich habe gedacht, Schiff, wo die immer drauf chillen, das Schiff da in der Villa. Aber jetzt Fisch habe ich da auch nicht gesehen. Das geht am Rumholen. Ja, jetzt hat Laura immer auf jeden Fall das, was sie will. Ja, jetzt zieht ein richtiges Donnerwetter auf, weil ich nicht so viel Dummheit auf einen Haufen verstehen kann. So, würde ich sagen. Ach, sieh, Alter, ne? Man muss immer aufpassen, was man ausspricht, ne? Weil das Universum hört zu. Ich glaube, das Universum hat wichtigere Dinge vor. Das war ein krasser Blitz. Der kam auch vom Universum. Boah, das Universum ist so heftig. Jetzt übertreibt er nicht. Ey, ich weiß gar nicht, warum sich gerade beschwert wird, weil Lars und Laura kommen heute in die Matchbox. Das ist super. Stimmt auch wieder, ne? Also, ist doch scheißegal. Lars und Laura sollten doch auch getestet werden. Haben sie, und dann ist der zweite auch scheißegal. Da muss jetzt auch, Freunde, nicht auch dann gestänkert werden eigentlich. Ist schon so, hat Laura recht. Ja, und du hast ein schönes Date. Sinnlos. Einfach, komm. Ich habe das Gefühl, die ganze gesamte Staffel schon, dass hier in dieser Villa sehr, sehr wenig gegönnt wird. Das, da wird nicht gegönnt, da wird überall... Vielleicht. Haben wir irgendeinen Einfluss auf... Ihr habt doch selber gesehen, die Bilder wurden vertauscht. Ja, okay, die Bilder wurden vertauscht, alles klar. Verfickte Scheiße, es gab keinen Fisch. Den Fisch haben wir echt nicht gesehen. Einfach mal die Hirn. Ja gut, Nadja, ne? Also ich meine, die meckert da die ganze Zeit rum. Wir haben eben die Zeichnung gesehen. Wer sieht da einen Fisch, Digga? Woher soll der das wissen? Also, dann malt man einen Fisch, Digga. Hast du was zu schreiben? Dann male ich den Fisch auf. Guck, ein Fisch. Guck mal, da machst du so. Nee. Warte. So. Fisch. Fisch. Eine Sekunde. Wenn man gewinnen will, dann gibt es da genug Möglichkeiten. So viele Teamplayer sind hier. So viele Teamplayer. Eine Jenny ist bereit, Lukas gehen zu lassen. Eine Gabby ist bereit, Lars gehen zu lassen. Außer ihr beide wollt ihr Liebesurlaub machen. Das ist Bullshit. Was sollen die denn machen? Die, wenn Nadja so einen verschissenen Fisch malt, Digga. Was sollen die machen? Der muss da irgendwas erraten. Oder bin ich doof? So verlieren wir. Digga, was ist los mit euch? Nur weil ihr denen das jetzt nicht gönnt, dass sie auf ein Date gehen. Ihr habt doch Lars und Laura, Digga, in der Dingens. Oder hat Laura jetzt Angst, dass er die Show verlassen muss, weil du ein Perfect Match bist mit Lars und alle dich wählen? So, was ist... Leute, chillt. Also die beiden stellen auf jeden Fall ihr persönliches Glück über den Gruppengewinn. Auf jeden Fall. Ah, komm. Also entweder haben wir da irgendwas jetzt nicht mitbekommen, was jetzt da passiert ist, was wir nicht irgendwie wissen oder so. Aber laut dem, was wir hier sehen,
Laura, Nadja, Digga, chillt doch mal bitte einfach. Guck mal, Alter, ihr könnt auch mal sympathisch sein, ne? Das wird man auch gezeigt, wenn man mal nett ist oder mal. Ihr müsst nicht die ganze Zeit rumhaken auf Leute, rumstenkern, Digga. Ihr könnt doch auch einfach mal den Leuten ein bisschen gönnen, Digga. Wenn die sich doch da zufällig. Was hackt ihr denn noch da rum? Sind ja hier kein Charity-Dating-Verein. Ich check's nicht. Zwei Leute, ich check's nicht. 12 Leute, ich check's. Wer liegt falsch? Also ich bin da bei Laura und Nicola. Sag ich euch ganz ehrlich so. Was macht ihr da? Alter, die wird heulen, wenn es dann am Ende kein Geld gibt. Ich werde da nicht heulen. Ich meinte Laura und Nicola, ne, hab ich gesagt. Ist das und es hat das Universum bestimmt. Oh, meine Fresse, Alter. Was tue ich mir eigentlich schon mal an, ey? Fuck off. Ich weiß nicht, ob Nico so verballert einfach ist oder er einfach so tut, aber es nervt. Du sagst zu dem Fisch, wenn er keinen zieht, hat sich die Sache für ihn direkt erledigt. Ja. Nochmal. Ist aber, dass er mal selbst noch ein bisschen was dazu beisteuert. Kannst du vergessen. Aber Bruder, das ist dann ey, wirklich dumm, Bruder. Was glaubst du, warum dem seine Ex immer so durchgedreht ist bei dem, Alter? Glaubst du wegen nix oder was? Ach so, ja, ich glaube, Mark Robin kennt ja Nico, weil die waren zusammen bei Temptation. Dementsprechend. Und dann, wenn er die Bilder anguckt, guckt er einfach nach dem Fisch. Und wenn er nicht direkt einen Fisch sieht, dann ist die Sache durch für den. Ja, aber bei aller Liebe, wer hat da einen Fisch gesehen? Ich kauf ihm das nicht ab, sorry. Ich kauf's ihm auch nicht ab. Der hat ja bestimmt gesehen, dass Laura. Doch, kauft's ihm ab, aber das ändert ja nichts. Was natürlich wieder der Fall ist, ne, Alter, dass der halt am Anfang da irgendwie auch gesagt hat, so aus Trotz, ne, weil die anderen haben sie auch verkauft und so. Mache ich jetzt auch so mein Ding, was ich will. Das liegt jetzt alles so nah, ne? Also, wie sagt man vor Gericht, er hat ein Motiv, ne? Aber ich sag dir, so wie wir das sehen, konnte der da nichts für. Nadja ist die Schuldige, weil die einfach beschissen scheiß Fisch nicht gemalt hat. Wir sind trotzdem sein Verschulden. Sinnloser geht's gar nicht. Die sind verkauft. Warum schickt man die zwei auf ein Date? Habt ihr gerade gesehen? Arsena zu demonstrativ. Hat sie den Müll so gepackt, damit das ja jeder sieht und wahrscheinlich in den Mülleimer geworfen. Damit es nicht wieder in die, in den Müllgate geht. Hätte ich einen Film, ich hätte so einen angestellt, hätte ihn direkt gefeuert. Ey, geil, der Vergleich. Ich hätte euch alle nicht eingestellt, Digga. Ich schwöre. Es gibt viele in der Villa, welche uns das nicht gönnen. Ja. Wir sind so zusammengewachsen durch den ganzen Stress. Um ehrlich zu sein, haben wir es den Leuten auch heute richtig einfach gemacht, weil nur Lars und Laura können in die Matchbox. Weil wir nicht mehr in die Matchbox gewählt werden können, da unser Match verkauft wurde. Ja, da haben wir ja eigentlich schon mal, da liegt doch schon mal der Fehler, Freunde. Da ist doch eigentlich das Grundproblem, weil deren Match verkauft wurde von Gabby für 20.000 in die eigene Tasche. Das ist für mich eigentlich der springende Punkt, ne? Also für mich ist das jetzt nochmal komplett durch, wo ich sag so, ey, Nicola, Laura, wenn ihr auf ein Date geht, macht ruhig, ja? Ja, alles gut, ne? Der Fehler liegt woanders. Ihr könnt da gar nichts für, alles gut, Freunde, meine Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Ich sag, Nicola, Laura, wenn die da auf dem Date gegangen sind, haben die anderen halt einfach Pech gehabt. Ich möchte dich noch weiter kennenlernen, weil ich sie einfach so gerne mag. Das habe ich dir. Mag dich auch. Sie hat so krasse positive Aura. Ich denke wirklich, dass die mein Perfect Match ist, weil es passt einfach alles zwischen uns. Stimmt, und die könnten ja auch ein Perfect Match sein. Was mich interessieren würde, wie tickst du in einer Beziehung? Ich trage unfassbar viel Liebe in mir und ich kümmere mich auch voll gerne. Aber ich will so ein bisschen was dafür zurückhaben. Ja, so ist bei mir auch. Ich gebe sehr viel. Das glaube ich dir auch. Wenn ich also real jetzt in einer Beziehung bin, dann zu 100%. Und ich zeige das auch. Dass er auch so süß und ruhig sein kann, das hatte ich niemals gedacht. Also es war nochmal eine richtig schöne Erkenntnis. Und ich finde jetzt zum Ende hin kommt das auch noch mal ein bisschen raus. Laura, wie wir sie eigentlich kennen, ne?
die reale Laura, ne? Und nicht die Kim Virginia 2.0 Laura. Was ich super finde. Noch nicht, wo du dich in 10 Jahren siehst. Auf jeden Fall. Weil die kann ja auch normal, die kann ja auch anders, ne? Aber ich bin ehrlich, ich hatte dich von Anfang an wirklich auf dem Schirm. Wenn nicht du mein Perfect Match bist, dann weiß ich nicht mehr. Ja, da ist irgendwas falsch gelaufen. Und stell dir mal vor, no match. Was ist dann? Oh Gott, ich will nicht daran denken. Ich wüsste dann... Ja, ist jetzt interessant, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, weil Lars halt wirklich aktuell meine Nummer 1 ist in der Villa. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir uns so gut nochmal auf einem anderen Level verstehen. Digga, ich fass es nicht. Wir haben auch noch normale O-Töne von Laura. In einer normalen, authentischen Sprache. Geil! Geil! Dass ich das die Staffel noch erleben darf. Mega! So, wenn ich es fühle, dann fühle ich es. Ich war da drin nie in einer Beziehung. Deshalb kann ich machen, was ich will. Alles gut, Digga. Ich verletze keine Gefühle. Das hast du die ganze Zeit kommuniziert. Ich glaube, wir sind ein Perfect Match. Ja. Cannibal, das ist das Outfit, das ist echt eine Vollkatastrophe. Was hast du dabei da? Du hast so eine Frau an deiner Seite. Gib dir ein bisschen Mühe. Das ist. Ich bin wirklich ein Full Package. Also von empathisch, liebevoll, aufmerksam. Ich kann super kochen. Ich koche super gerne. Super einfühlsam. Ich. Tara. Ich feier gern. Ich reise gern. Schon ich der fucking Jackpot hier. Ich muss sagen, Tara, die hat ein paar Sachen gebracht, die fand ich jetzt nicht so geil, aber im Großen und Ganzen ist Tara auch ein Reality, die gehört da rein einfach. Das ist, Tara hat auch einfach, das mag ich an Leuten, ihren eigenen Style, ihre eigene, diese Queen-Scheiße und so, das feiere ich. Das feiere ich, wenn einer anders ist wie alle anderen, aber authentisch ist und das finde ich cool. Glaubst du mal, Robin verstellt sich? Nein. Er verstellt sich nicht, auf jeden Fall nicht. Hier kommt er mir vor wie der treueste Mensch ever. Ja, weil er einen Fehler gemacht hat bei Temptation. Urteil nicht zu früh über Marc Robin. Der ist voll der Gentleman. Er ist wirklich nicht der Marc. Der ist ein guter. Robin, für den man ihn gehalten hat vor ein paar Jahren. Ja, du kannst die ganze Zeit gut sein und die ganze Zeit ein Ding, dein guter Mensch sein. Machst du einen Fehler, bist du dann teilweise für alle auch der Arsch auf ewig. Ne? Das ist so. Ne? Aber der ist ein guter. Und er hat ja auch gesagt, so, wenn er eine Freundin hat oder so, dann würde er auch nicht mehr Swingerclub gehen und so. Hat er das gesagt? Auch nicht mehr Swingerclub gehen und so. Da wird auch nicht mehr Swingerclub gehen und so. Hey Junge, Marc Robin, wo warst du denn oft mal im Swingerclub? Oder erzählst du immer noch von meiner Swingerparty, die ich mal veranstaltet habe? Yo. Was geht, du Rammler? Nix, bin daheim bei dir. Nix, bin auch daheim. Ich bin immer noch in der Reaction drin, Digga. Kurze Frage an dich. Du bist jetzt hier gerade bei mir in der Reaction drin. Ich habe eine Frage zu dem, du hast gesagt in der Folge, also Arsena sagt es, wenn ich eine Freundin hätte, dann würde ich auch nicht mehr ins Swingerclub gehen. Hab ich das gesagt? Da sagt Arsena gerade, wenn der Marc Robin eine Freundin hätte, dann würde er auch nicht mehr ins Swingerclub gehen. Aber Digga, das ist ja maximum unangenehm, also. aber gehst du so oft in den Swingerclub oder was? Nee, Digga. Warst du noch öfter im Swingerclub? Nee, eigentlich nur mit dir, glaube ich. Okay, das war die Frage. Hätte ich jetzt gedacht. Ich wollte nur mal wissen. Wie oft waren wir? Ja. Wie oft warst du da? Zweimal? Einmal? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube nur mit dir. Ja. Ja, warte mal, Digga, wie hat die das gesagt, Alter? Nein, ganz lustig, Digga. Die redet voll gut über dich und so und sagt dann, ja, der ist sogar gar nicht so, wie man so wie man den einschätzt. Und er sagt sogar, wenn er eine Freundin hätte, würde er auch nicht mehr ins Swingerclub gehen und so. Hast dich jetzt kaputt gelacht, ne? Ja, voll, ich hab gedacht, komm, ich ruf den mal an. Ja,
Digga. Ja. Ja, weißt doch, wie es ist. Ja, alles klar. Das war mal Robin. Wir haben ein Massage-Date gehabt. Dann hatten wir das eins. Oh Gott, jetzt muss er sich wieder rechtfertigen, Alter. Date halt. Quatsch so ganz normal. Dann haben wir, wie gesagt, so 2 Minuten am Tag geküsst. Aber halt ohne irgendwas so. Einfach Bussi. Bussi, Lars. Ja, also war es nur so. Ja, halt so ohne krass rumknutschen. Wie wir das machen. Wie wir rumknutschen, ist es was ganz anderes. Lars, Alter. Ist ja nicht schlimm, oder? Du hast immer gesagt, küssen darf man. Okay. Es geht auch ums Game, ums Spiel, um die Show und was weiß ich alles. Ausrede suchen? Hab dich natürlich auch hier vermisst. Ich hoffe, ich muss nicht gehen. Aber ich glaub schon. Ja, aber neben wem soll ich denn dann heute Abend schlafen? Was fürs Team. Ich hätte auch einfach ein anderes Bild raussuchen können. Aufopferungsvolle Lars, ey. Ich habe heute gesehen, wie es wäre, wenn er weg wäre. Und ich dann alleine hier wäre. Ich will halt auch nicht gegen die Gruppe, aber ich will, dass du da bleibst. Ja. Aber es ist ja alles fürs Team. Also, sorry, aber wir sind ja keine Roboter. Es ist ja klar, dass Gabby dann irgendwann mit der Zeit dann auch Gefühle entwickelt. Das haben wir aber. Dann hat der Lars, der die ganze Zeit gepredigt. Die ganze Zeit. Und der wusste schon, wovon der redet. Der hat ja nicht umsonst da gehalten ohne Ende. Guten Abend zur wahrscheinlichen kürzesten Matchbox-Entscheidung aller Zeiten. Denn wir wissen ja schon, wer in den Darkroom geht. Das war echt keine Überraschung, dass wir jetzt hier stehen, aber trotzdem, die Anspannung ist riesengroß. Ich finde Laura Blonds beste Folge bisher. Niemals kommt da jetzt Perfect Match. Doch. War klar. Freunde, das war's mal wieder von Let's Talk About Aito Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr ein Like da lasst und wenn wir uns nächste Woche natürlich wiedersehen. Ich danke euch natürlich und hab euch lieb. Bis dann, macht's gut. Ciao.